So, da wären wir wieder. Das war nicht schön. Also für diejenigen, die es übersprungen haben, ihr habt nicht sehr viel verpasst. Ich habe mich nicht sonderlich gut angestellt. Das war richtig durchgrinden. Ein paar von den Umbringen sterben, ein paar von den Umbringen sterben. Ja, ein paar lustige Szenen waren dabei, wo zum Beispiel ich diesen Schalter gedrückt habe, wo die ganzen Gitter hochgehen. Und dann kommen ja vier von den Skeletten raus, die einen recht schnell überrennen können, wenn man nicht schnell genug sie tötet. Naja, und ich bin halt panisch vor denen weggelaufen und die sind dann hinter mir heruntergepurzelt. Aber eine nach dem anderen. Also stand ich unten im Loch, einer kam runter, pieks, pieks, pieks. Einer kam runter, pieks, pieks, pieks. Das war ganz lustig. Aber der Rest war einfach nur grinden. Das heißt, ich werde jetzt erstmal die Ringe wieder reparieren. Die beiden nämlich. Dann werde ich das da reparieren, weil ich es einfach nur kann. Und dann bräuchte ich eigentlich Human Effigies, weil Talana sieht nicht sehr gut aus. Wir haben nur noch einen davon. So, Menschlichkeit zurückgehalten. Ich denke, wenn ich demnächst wieder zu stark zur Hülle werde, also wie jetzt bei 75% oder was rumkrebst, dann werde ich einfach irgendeinem Spieler helfen. Das habe ich schon sehr lange nicht mehr gemacht. Das kriegt auch Menschlichkeit zurück. Und es gibt sogar recht häufig gut Seelen. Also für irgendeinen Boss jetzt eine Markierung setzen. Gerade im Addon-Gebiet könnte das noch einigermaßen gut belebt sein. Also findet man da vielleicht schnell einen Spieler. So. Ja, ich würde ganz gerne wieder was kaufen. Und zwar die da alle. Jo. Was war das? Nicht das. Das da. Verursacht mehr Schaden, erleidet weniger. Die sind neu. Und schweineteuer. ja gut. Also das ist beides positiv. Man macht mehr Schaden, man kriegt weniger Schaden. Aber es ist begrenzt auf 3. Also die sollte ich auf jeden Fall aufkaufen, bevor ich in New Game Plus gehe. Ja, aber New Game Plus ist noch eine ganze Weile hin. Also ich könnte jetzt wohl schon hin. Aber dann würde ich das Addon-Gebiet quasi überspringen. Und das wäre dann auch automatisch New Game Plus. Laut Kommentaren zumindest. Und ich würde eigentlich ganz gerne die Addons alle komplett abschließen. Also alle Kronen sammeln und dann erst das normale Ende machen. In der Hoffnung, dass da irgendeine neue Cutscene kommt oder so. Ist vielleicht ein wenig weit hergeholt, aber es hörte sich so an. Aus ein paar Informationen aus dem Spiel. Also der König selber, also hat ja was gesagt gehabt zu uns, als wir bei ihm waren. Das halt auf die Addon-Gebiete hinwies, auf die Kronen. Na gut, also gehen wir mal kurz zurück. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mit euch zusammen zu Ende grinden will oder nicht. Eventuell könnten wir auch doch in ein anderes Gebiet gehen. Was ich allerdings euch zeigen möchte und erklären möchte, was genau der Plan war. Weil zuerst bin ich einfach nur hin und habe gesagt, okay, ich grind jetzt diesen Weg runter. Also wo man immer wieder so runter hopsen muss. Es gibt aber einen einfacheren Weg. Also theoretisch einfacheren Weg. Praktisch nicht wirklich. Nämlich einfach das Ding hier. 12, 15 Mal aufzumachen und alle da drin zu töten. Das hat die ersten Male auch ganz gut geklappt. Also als ihr dabei zugeguckt habt. Aber als ich den Zeitraffer eben gemacht habe, ging das richtig, richtig häufig in die Hose. Ich habe keine Ahnung warum. Vielleicht hatte ich allgemein zu wenig Lebenspunkte, weil ich zu stark Hülle war. Oder ich war einfach nur ein bisschen tatterig. Keine Ahnung. Ich probiere es einfach mit euch nochmal. Ich glaube 5 Mal, 6 Mal vielleicht noch. Dann müsste das eigentlich frei sein. Und denn, wenn die Viecher erstmal tot sind. Genau, du komm her. Einer ist tot. Voll weg. Ja, jetzt geht's los. Jetzt stacheln die nämlich hier alle rum und dann haben wir ein tierisches Problem, was die Lebensquote angeht. Aber ich kann euch den Trick jetzt zeigen. Nimm, 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 nimm. Das ist kein wirklicher Trick, aber ist halt ganz lustig. Jetzt kommt nämlich der da, hier runter. Ist tot. Dann kommt sein Kollege runter. Backstab. Das war's. Ja, also die da oben 12 Mal töten, bis die nicht mehr respawnen. Dann den Schalter drücken und dann einfach durch die Kröte durchlaufen. Dann müssten wir endlich Zugang haben zu dem Gebiet, wo der ganze Loot rumliegt. Und ich habe den Verdacht, man kommt denn von da aus wesentlich leichter nach unten. Aber hier ist gar kein Respawn mehr. Ja gut. Ich hätte vielleicht von vornherein nur da oben grinden sollen. Nicht hier unten. Ja,
Der ist auch nicht da. Achso, hier. Hier ist ein Axtkämpfer rechts. Gucken wir mal. Jo, ist noch da. Oh, nein, 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 nein. Weg, weg, bevor ich wieder gepiekst werde. Okay, alles gut. Und genau das meine ich. Es ist ein wenig chaotisch hier. Weil es halt alles so verdammt eng ist. Ah. Du. So. Du erwischt mich nicht. Genau. Lauf, 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 lauf. Der Priester hat uns auf den Kicker. Oh. Wo kommst du denn da hinten her? Du bist noch gar nicht ge... Oh. Ja, mach deine komische schwarze Wolke da. Komm her, her. Axtkämpfer zu. Nein, 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 nein. Die Axt. Oh. Na! Ah. Ja, du mich auch. Trink, Doppeltrunk. Hallo, Axtkämpfer. Zwei von drei getroffen. Das war nicht sehr gut ausgewichen. So. Dinner. Okay, wo ist der Priester? Oh, du bist runtergekommen. Das ist jetzt ziemlich sinnlos, weil dich habe ich erst einmal oder so umgebracht. Alter, das ist mir doch. Den habe ich erst ein-, zweimal umgebracht, bis ich den dazu bekomme, dass er nicht mehr respawnt, dauert das ewig. Aber na gut, er will wohl kämpfen. Können wir nicht ändern. Kapusch. Priester, du. Du, du, du. Was machst du da? Tot. Ja, also bis hier kam ich einigermaßen. Nicht wirklich gut und auch nicht immer, aber ich kam einigermaßen hier hin. Er war meistens mein Tod, weil die Pfeile mich im falschen Moment getroffen haben. Das heißt, ab hier wird immer noch alles immer wieder da sein. Aber es ist schon mal schön, dass die ersten Skelette tot sind, dass ich hier einfacher durchkomme. Auch wenn es jetzt nicht mehr so wirklich wichtig ist wegen, ne? Da hinten. Und warte mal, hier kam jetzt gleich noch einer von denen. So. Also es kommt ein Priester, es kommt ein Bogenschütze und es kommt ein großer Steingolem. Stahlgolem, genau du da hinten. Du schießt mal gegen die Wand. Jo. Ja. Komm hier runter, Priester. Sei ein Mann in einer Robe. Oh. Sehr schön. Boah. Ja, 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 ja. Bitte, 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 bitte. Raus hier. Du da oben. Du kannst mich hier nicht treffen. Okay. Du da hinten. Bist gar nicht so schwer. Du bist der leichteste hier im Raum. Achso, du schießt erstmal. Habe ich ein bisschen Zeit. Ah, 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 ah. Jetzt schießt der andere wieder. Problem ist, ich höre den Schuss nicht, wenn der andere Typ so rumlärmt mit seinem Hammer. Und mit diesem Feuerschwaden da. Oh, hallo. Ja, jetzt schießt du. Und dann ist alles vorbei. Trink. Nein, 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 nein. Was machst du denn hier unten? Ich habe nicht mit dir gerechnet. Du darfst nicht hier sein. Eins. Oh. Eins. Hallo. Eins. Machst du mal eine Kombo? Eins. Nö, okay.
2, 3. Ja, wusste ich's doch. 2. Heilung. Ich stehe vom Boss und hab keine Tränke mehr. Nein, nein, nein. Oh. Und weg. Und der Degen ist was kaputt. Ja, das. Ich sag's ja. Wenn ihr zuguckt, läuft das irgendwie viel besser. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht konzentriere ich mich mehr oder setze mich mehr unter Druck oder was auch immer. Aber es klappt schon mal. Das heißt, jetzt würde ich theoretisch die Feder wieder nehmen, würde wieder nach oben gehen, weil ich will den Loot da haben. Und ich schaffe nicht mit null Flaschen den Boss da auch nur annähernd zu tangieren. Also, ne, so, hoch. Und dann hoffen, dass es nicht zu häufig ist. Also ich werde die vier Leute aus dem Gitter immer mitnehmen, aber ich werde auch den Weg nach unten regulär... Ja. Den Weg nach unten regulär freimachen. Jetzt, wo ich gerade schon mal dabei bin. Dich hätte ich gerne. Die Zauberbarriere bringt bei denen ja nicht so wirklich was. Glaube ich zumindest. Aber die Kügelchen. Dum, 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 dum. So. Na komm schon, bitte jetzt den einen Axtkämpfer rechts wenigstens nicht. Den habe ich schon ziemlich häufig umgebracht. Den hier. Oh. Nein, 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 nein. Gar nichts habe ich umgebracht. Okay. So nicht, so nicht. Runter. Warten und pieksen. Warten und pieksen. Kannst du nicht wirklich ziehen, der Lanam. So. Das scheint echt die beste Taktik zu sein bei dem. So. Hier unten war ruhig. Jupp. Gugu. Wollte eigentlich runter durchrollen. Du warst auch tot. Der Axtkämpfer hier war noch am Leben. Aha. Ich höre dich. Über Bogenschütze. Ja. Spannend. Ah. Riesenlanze da. Trink. Der da oben macht nur seinen Debuff. Das ist okay. Da... Oh. Kommst du auch noch runter? Ja gut, dann komm hierher. Oberpriester. Da bist du ja. Kommst du bis hier hinten? Nein. Ah! Oh, da ist ja noch ein. Das war gut. Ungeplant, aber gut. Das ist noch ein Axtkämpfer, den hatte ich nicht auf dem Plan. Lauf, lauf. So. Schieß mal hier gegen die Wand, dann kann ich mich um Axtkämpfer kümmern. So. Oh, lebt ja noch. Peace. So. Und der Priester lebt auch noch. Was? Ah, genau. Zauber. Schutzbarrieren-Ding. Warten, dass er einmal schießt. Du. Na, ah, mir die Hüfte rasiert. Hallo, bye bye. Das heilt jetzt einfach gegen. Sowas von tot. Kein Schnickschnack mehr. Das ist Tank Talana. Ich brauche nicht ausweichen als Ausweichchar. Ja, ich bin mir bewusst, dass ich sehr viele Fehler mache. Sollte echt einen Tank aus hier machen mit Vollschild und allem. So wie Tascha. Tascha ist viel toller als Talana. Oh.
dahin, damit der nicht das machen kann. Kommst du mal? Gott. Wow. Das war eine krasse Kombo. Erstmal verbrannt und abgelenkt und dann Keule ins Gesicht. Ist ja ein richtiger Taktiker. Au. Au. Hm. Fix, 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 fix. Oh. Was war das? Die Attacke mache ich doch immer und das bringt mir nichts, weil ich es falsch time. Du bist anscheinend auch nicht so gut time. Du oben lebst noch, willst du runterkommen? Oder soll ich die Feder nutzen? Ich nutze mal die Feder, raus zu lang. Ja, also wie gesagt, echt total komisch, dass es jetzt schon zum zweiten Mal komplett klappt. Und ich vorher teilweise schon bei den ersten 4 Skeletten gestorben bin. Aber man lernt ja auch immer mehr, wie die Abläufe sind, wann welcher Boss, wann welcher Gegner wo kommt und so. Das klappt dann immer besser. Aber jetzt würde ich wirklich ganz gerne mal gucken, was da ist. Ich denke, ja, machen wir es so. Ich probiere es jetzt noch einmal hier, ob das erste Schwertkämpfer-Axt-Ding da weg ist. Und wenn nicht, dann gucken wir uns den Bereich an, wo bei dem Drachen noch ein Boss sein soll. Also den Drachen-Addon. Und es ist einer da, ja. Okay. Den halt nicht. Hallo du. Oh, ich habe vergessen. Oh Gott. Hallo. Ich hab vergessen, das Leuchtfeuer zu benutzen. Jo. Au. Jetzt mal ein Stein. So. Okay, weg. Kann ich noch zurück? Nee, ne? Nee, kann ich nicht. Okay, zurück zum Leuchtfeuer. Das heißt, jetzt zurück in das Drachengebiet. Und da wurde mir der Hinweis gegeben, dass ich... Oh, was war der Hinweis? Also nicht beim Drachen, sondern irgendwo zwischen dem Drachen und dem Anfang. Sehr vage. Hm... Was könnte das sein? Also da ist der Anfang. Wir haben hier noch ein Leuchtfeuer, das ich nicht aufgedeckt habe. Und wir haben hier noch 2 Leuchtfeuer, die ich nicht aufgedeckt habe. Das heißt, wir könnten mit unserem neuen Bild. Tiefpunkt des Heiligtumsweg, Gebetsturm. Ja, ich denke, ich werde vom Gebetsturm aus. Das ist die ominöse Brücke, ne? Ja, ich glaube schon. Also wo man da runterspringen musste, da war die schmale Brücke und da, ja, ich denke, da werde ich mal weiter gucken. Das ist relativ noch weit oben, aber es kommt auf jeden Fall noch sehr viel danach. Wobei danach relativ ist, weil wir die Fahrstühle haben, ne? Müssen wir mal gucken. Ja, da machen wir dann nächste Folge weiter.